Liebes Auditorium, hier sind wir auf der Probebühne 1 im Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Sie sehen, wir haben uns es wirklich gemütlich gemacht. Wir lagern schon auf Säcken, die spielen nämlich mit. Das sind aber keine echten Mehlsäcke, sondern die sind unecht. Ja, und wir sind heute so zusammengekommen und wollten heute einfach ein bisschen, also ganz spontan und ganz locker über die Oper sprechen, die wir ja jetzt quasi in zwei Wochen uraufführen. Wie aufregend. Ja, was gibt's denn da so für Meinungen zu? Also ich habe jetzt keine Meinung dazu. Das ist unser erstes videografisches Gespräch. Stimmt. Eine Weltpremiere. Überhaupt. Uraufführung. Überhaupt. Ne? Und dass wir alle so zusammen uns sehen und eingefunden haben, auch das erste Mal. Überhaupt, ja. Unglaublich. Ja. Wahnsinn. Also ich bin in der aktuellen Probephase ganz schön erschöpft. Am Anfang bin ich ganz großartig mitgekommen, aber jetzt nach so ein paar Wochen, das schlaucht. Da muss ich viel merken. Ne? Es ist sehr viele Abläufe und der... Was für Abläufe? Unser Regisseur, der Manuel Schmidt, der verlangt uns auch einiges ab, der alte Sklaventreiber. Ja, wir sind ja in Gelsenkirchen im Musiktheater im Revier, wo jetzt unsere Rockoper Krabbern aufgeführt wird. Und draußen ist Marathon. Da denke ich mir doch, schade, dass wir jetzt hier reden und nicht draußen laufen gehen. Das würde Ihnen vor allem, Basti, mal wieder sehr gut tun. Nicht? Sie erzählen mir immer was von Oberschenkel-Muskelkater. Wenn Sie ein bisschen mehr laufen würden, hätten Sie den nicht. Das stimmt, da haben Sie recht. Ich will Ihnen da nicht widersprechen. Aber das ist auch nicht so gut fürs Herz. Also, wenn man seine Herztabletten gerade nicht dabei hat. Also, ständig vor allem solche Gelenke. Solche Belastungen für den Kreislauf. Ich würde davon auch abraten. Also, ich würde dann viel eher eine Oper oder in die Oper zu gehen empfehlen. Aber man kriegt ein viel größeres Herz dann. Das war super. Hätten Sie aber irgendwann platzt das dann. Das ist alles erwiesen. Nein, dann würden Sie auch mal mithelfen, wenn die Kutsche gepackt wird. Ich habe eine Frage. Und zwar, weil der Herr von Doppelschlag, der erlebt das ja nun zum ersten Mal. Und wie sind denn so Ihre Eindrücke jetzt? Eindrücke? Es ist, als wenn man mir ein Puzzlespiel gibt und sagt, lösen Sie. Und dann habe ich es fast gelöst und dann kommt jemand und sagt, und jetzt lösen Sie es nochmal. Ungefähr so. Aber es macht doch großen Spaß, abgesehen davon. Und ich spiele jeden Tag hier bei der Probe mein Instrument. Das ist auch cool. Sie haben ja jetzt auch die Co-Hauptrolle. Co-Co-Hauptrolle. Co-Co-Co-Co-Co. Co, nach dem Co noch drei weitere Co. Und dann sitze ich am Schlagzeug und sage, ich glaube, ich sage einen Satz. Na, und Sie singen am Schlagzeug. Naja, ja. Das ist ja jetzt ganz neu. Sie sagten singen, ich sagte sagen. Also das ist so ein bisschen, aber es stimmt, wertes Auditorium, Sie haben es gehört. Sie haben es hier als erstes gehört. Linus von Doppelschlag singt etwas laut am Schlagzeug. Zur selben Zeit, verstehen Sie? Bis jetzt. Vielleicht ändern wir das noch, das wissen wir noch nicht. Wenn es sich noch ändert, wissen Sie, dass ich sehr traurig bin und alles gegeben habe. Aber lassen Sie sich überraschen. Wird er singen? Ja, in den ersten zwei Wochen haben wir nur das geprobt. Ja, das hat nichts anderes gedauert. Deswegen wir sind deshalb jetzt auch ein bisschen hinterher. Es wäre mir sehr peinlich, wenn ich das verlieren sollte. Die ganzen Beleuchtungsproben, nicht? Für diesen Satz. Ja, na und diese zweite, die dritte Woche, da haben wir dann Puzzle geübt. Den ganzen Tag. Jeder von uns hat Puzzle bekommen. Ja. Und dann haben wir gepuzzelt. Dadurch haben wir auch viel Zeit verloren. Also, ich weiß. Wir probieren das als Gesellschaft. Also wir fangen dann doch jetzt am Dienstag, proben wir weiter. Ja. Dann fangen wir dann mit dem ersten Akt an. Ich glaube schon. Abends ist schon Klavierhauptprobe. Ist das richtig? Habe ich das richtig gemacht? Nein. Nein? Am folgenden Tag, am Mittwoch. Ah ja. Aha, also das bedeutet, Klavierhauptprobe, für die, die es nicht wissen, das ist eine Probe, die findet auf dem Klavier statt. Deswegen Klavierhaupt. Genau. Aber wird da nicht nur das Haupt aufs Klavier gelegt? Genau. Alle legen das Haupt auf das Klavier und dann wird, dann man muss wirklich gut zuhören und dann wird das ganze Stück einmal durchgespielt. Ja. Und der Prozess ist folgender, man legt das Ohr auf das Klavier. Und durch die Klangwellen soll die Musik besser ins Ohr gehen. Ja, und man kann, glaube ich, insgesamt pro Klavierseite kann man eine
Szene machen. Deshalb gibt es oder pro Klavierton. Es kann es maximal 88 Szenen geben. Aber es gibt ja auch die große Tradition am Theater, dass dann pro Klavierseite hat auch jeder einen Wunsch frei, den er einfach dann so in die Probe einbringen kann. Ich weiß, wie das klingt. Ja. Alle stellen sich das vor das Klavier an den Kopfbereich und... Ja, wunderbar. Und schon hat man das ganze Stück intus. Ja. Und insgesamt kann es dann... Alle Töne dabei. Ja. Und gesetzlich festgelegt bis zur Pause 3 Stunden lang klingen. Ja. Da haben Sie schon mal einen ganz guten Eindruck von unserer Rockoper Krabat. Ja. Es ist ja weniger eine Rockoper, oder? Schon, so ein bisschen. Also es ist schon eher, also so ein bisschen, also dramatisch. Also eine dramatische Rockoper. Träume haben. Eine dramatische Rockoper. Es ist eher eine Hosenoper. Es sind nicht so viele Röcke dabei. Gut. Na, wir haben ja schon geredet, wie es werden wird. Aber ich möchte, dass es eine Rockoper wird. Und bis zum letzten Moment. Herr Coppella, wie ist denn, also Sie können ja auch ein bisschen sich mal austoben. Ne? In verschiedene. Sie haben ja vorhin auch ein paar videografische Aufnahmen gemacht und da haben Sie ja auch von Ihrer Wandlungsfähigkeit gesprochen. Ja, ja. Ich konnte das jetzt nicht so richtig ablesen, was Sie damit, also während des Probenprozesses, aber wie geht es Ihnen jetzt so damit? Also konnten Sie fantastisch. Ja. Ich habe eine Menge gelernt. Das meiste, was wir gelernt haben, haben wir jetzt gerade eben schon erzählt. Wir sind also eigentlich auch schon durch mit diesen bisherigen Wochen, die wir so erlebt haben. Also ich habe dabei das gelernt, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe aber jetzt schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ich muss es mir nachher nochmal anschauen. Aber sagen Sie doch nochmal was aus dem Stück. Also was sagen Sie da so? Wir haben ja auch eine Szene zusammen. Ne? Ja, wir haben eine Szene zusammen, die heißt, wieso denn? Nee, so wovor denn? Szene? Wovor denn? Ah, wovor denn? Ja. Und ich sage, das darf ich nicht sagen. Ja, genau. Genau. Aber das Wort genau kommt nicht vor. Und darüber bin ich sehr froh, weil dieses Wort einfach zu inflationär verwendet wird. Es gab einen Hinweis, weil wir gerade drüber sprechen, und das ist vorwegzuschicken, weil es eine große Sorge, die Herr Max Coppella mir gegenüber geäußert hat, war folgende, nämlich es gibt keine richtigen Ortsangaben im Stück. Na, ich glaube, es gibt einmal, wird erwähnt, der Kurfürst von Sachsen. Und Wittich, genau. Und ganz genau, Wittichenau. Und Herr Max Coppella wollte unbedingt, dass ich jetzt Wittichenau nicht mehr sage, weil die meisten Leute sowieso nichts mit Wittichenau anzufangen wissen. Was ist das doch, der weltberühmte Rossmarkt? Genau. Und der Markt, und das liegt bei, wo liegt denn das? Bei Hoyerswerda? Irgendwo in Sachsen jedenfalls. Und, in der Lausitz. Ne? Und ich möchte auf Wittichenau nicht verzichten, weil das ist ein sehr schönes Wort. Und jetzt möchte ich einfach die Gelegenheit dazu nutzen, weil die haben wir ja jetzt, einfach zu sagen, Wittichenau kommt im Stück vor und das ist eine Stadt in Sachsen. Richtig? Wittichenau. Wittichenau. Also wenn Sie mich auf der Bühne Wittichenau sagen hören, dann können Sie ja, dann wissen Sie, wovon wir reden. Jeder aus Wittichenau darf abhören. Wollen wir nicht mal einen Antrag stellen, dass wir die Oper vielleicht umnennen in Wittichenau? Nein, das geht ja dann, es geht ja um... Das ist der zweite Teil. Krabat in Wittichenau. Genau. Wenn er nämlich dann Pferdehändler wird. Und mit der Kantorka dann endlich im vierten Jahr was essen geht. Ja. Das geht aber ganz schön schnell bei Krabat. Ja. Schlag naja, wir sind ja dann aber auch. Da muss ich ja beeilen. 4x3. Ich sag doch ganz schön schnell. Ja. Wie alt ist er denn dann? Ach, ist er schon so alt dann? Dann wahrscheinlich 56 irgendwie. In der Mühle zählt jedes Jahr dreifach, ne? Genau. Also 14 mal 3, das sind dann, ist er dann 42. Naja, ne? Muss er sich rein. Im besten Alter. Sonst wird es nicht mit den 12 Kindern. Um essen zu gehen. Mein lieber Herr Graf Lindorf, Sie spielen ja jetzt den Lyschko. Ja. Und das ist ja so ein ganz unangenehmer Charakter, den niemand mag, der immerzu von allen geschnitten wird und das auch aus guten Gründen. Wie ist denn das so auf der Probe, wenn man dann von allen immer geschnitten wird? Also ist das nicht irgendwann unangenehm? Ich hatte gestern eine Szene, da wollte ich die anderen Gesellen mit meinem Klarinettenspiel aufheitern und die sollten das nicht so gut finden und haben mich alle vorwurfsvoll angeguckt und sind weitergegangen. Und das war schon so ein bisschen, was habe ich jetzt falsch? Ach, das war ja jetzt die Stelle. Ja, das ist tatsächlich das Los des Antagonisten, das so aufzunehmen, diese Energie. Natürlich weiß man, dass es gespielt ist, aber man so ganz 100% kann man sich wahrscheinlich davon nicht frei machen. Aber
Aber ehrlich gesagt, versuche ich mich da auf die Rolle zu konzentrieren und...